So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Wir machen heute gleich drei blitzschnelle Rezepte von unserer Plancha auf dem Gasgrill, die sich perfekt eignen als kleine Snacks vom Grill, als Beilagen oder als Vorspeisen. Und blitzschnell bedeutet, die sind nicht nur super schnell vorbereitet, sondern in 2 von 3 Fällen auch innerhalb von 5 bis 10 Minuten fertig. Und der dritte Fall ist zwar sehr schnell vorbereitet, braucht dafür aber eine halbe Stunde, aber das Warten lohnt sich. Los geht's! Reden wir nicht lange drum herum, starten wir direkt mit Rezept Nummer 1. Und dafür brauchen wir ein paar Tortilla-Fladen. Ich nehme jetzt hier ein paar kleinere. Dazu Knoblauchbutter, entweder selbstgemachte oder ganz simpel einfach Knoblauchbutter oder Kräuterbutter kaufen. Dann brauchen wir Käse nach Wahl. Ich nehme jetzt hier Cheddar und Gouda. Ein bisschen was an Gewürz, Salz, Pfeffer könnte reichen. Ich nehme allerdings was mit so einem Extra-Kick, und zwar unser Steak Explosion, was wir zusammen mit euch entwickelt haben. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und was das Rezept nochmal richtig aufwertet, das ist frische Petersilie. Jetzt kommt auch schon direkt die Plancha ins Spiel, und das Coole an dem heutigen Video, an diesen drei Rezepten: ihr braucht für jedes Rezept die exakt gleiche Einstellung am Grill. Das bedeutet, wenn ihr einen 3- oder 4 Brenner habt, dann macht ihr die äußeren beiden Brenner an, auf volle Stufe oder leicht davor, sodass ihr eine Deckeltemperatur von 180 bis maximal 200 Grad erreicht. Die mittleren Brenner, die schaltet ihr auf kleinste Stufe, damit auch die Plancha ein bisschen Power von unten abbekommt, denn wir wollen gleich auch richtig Röstaromen und das ein oder andere wird auch richtig schön knusprig. Bei der Plancha ist egal, ob ihr die jetzt statt dem Rost verwendet oder auf den Rost legt, je nachdem, was ihr für eine Plancha habt. Wichtig ist aber, es sollte eine Plancha sein, die ordentlich Materialstärke hat. 4 mm würde ich euch hier empfehlen, damit ihr nachher auch wirklich die Röstaromen dran bekommt, die ihr dran haben wollt. Wenn ihr noch keine Plancha habt oder vielleicht mal einen Fehlgriff gelandet habt, ich verlinke euch unten die meiner Meinung nach besten Planchas in Deutschland produziert zum besten Preispunkt, denn diese V2A-Legierung, V2A ist nicht gleich V2A, da gibt es große Unterschiede, die ist so hitzeresistent, dass diese Plancha eine Garantie darauf haben, dass die sich nicht verziehen. Die Plancha kommt jetzt also mittig in den Grill, in den nahezu indirekten Bereich, und darauf legen wir jetzt unseren ersten Tortilla-Fladen. Den bestreichen wir jetzt von oben mit unserer Knoblauchbutter in beliebiger Menge. Allzu viel brauchen wir nicht. Dann drehen wir den Fladen einmal um. Der hat jetzt schon Röstaromen von der einen Seite bekommen. Auf der anderen Seite kann er jetzt mit der Butter richtig schön anrösten. Und auf die jetzt schon warme Seite, da streuen wir unseren Käse drauf. Wirklich nach Belieben. Ihr könnt relativ wenig nehmen, ihr könnt relativ viel nehmen. Das bleibt euch überlassen. Ich würde immer empfehlen, so 2 Hände voll Käse da drauf zu streuen. Und darauf verteilen wir dann unsere Petersilie und unser Gewürz. Entweder nur Salz, Pfeffer oder ein Rub eurer Wahl. Und dann machen wir das Ganze zu mit dem zweiten Tortilla-Fladen, den wir oben drauf legen. Auch da dann nochmal ein bisschen Kräuterbutter oder Knoblauchbutter drauf verteilen. Ein bisschen warten, bis der Käse geschmolzen ist mit geschlossenem Deckel, weil sonst fliegt euch beim Wenden der Käse einmal komplett aus den Seiten raus. Dauert aber nur so 2-3 Minütchen, und dann drehen wir die Quesadillas einmal um, und die andere Seite bekommt dann auch nochmal richtig schön Röstaromen, wieder mit geschlossenem Deckel, damit der Käse innen drin schön schmilzt. Immer mal wieder mit eurem Planscherspachtel ein bisschen andrücken, dass der Käse sich überall gleichmäßig in diesem Fladen verteilt. Und nach 5 bis 10 Minuten, je nach Leistung eures Grills, ist das Ganze dann auch fertig. Jetzt nur noch anschneiden, einmal nochmal draufdrücken und dann richtig schön Käsefäden daraus ziehen und es sich schmecken lassen. Stichwort Planscherspachtel. Wirklich ein absolutes Must-Have, wenn man mit einer Plancha arbeitet. Und der hier ist richtig groß und massiv. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und mit eurem Einkauf über einen dieser Links unten in der Videobeschreibung unterstützt ihr das ganze Projekt hier und wir können unabhängig bleiben. Und jetzt machen wir weiter mit Rezept Nummer 2. Im Rezept Nummer 2 gibt es Spiegelei, Rührei, Würstchen, alles in einem. Habt ihr bestimmt so oder so ähnlich schon mal gesehen, und mit diesem Video möchte ich euch da einfach nochmal einen Anreiz mitgeben. Das Ganze ist wunderbar für einen Kindergeburtstag, für Kinder einfach so als Snacks am Grillen zum Essen oder auch als Frühstück von der Plancha ziemlich gut geeignet. Als Zutaten brauchen wir nichts anderes als Wiener Würstchen, Eier, ein bisschen Schnittlauch, wer mag, Salz und Pfeffer. Das war's. Bevor ich euch jetzt aber 2, 3 Tricks verrate, wie ihr das Ganze dann auf dem Grill auch perfekt hinbekommt, möchte ich einmal nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir am 22.04. hier bei Grillgutz, das heißt in unserem Grillfachgeschäft, Grillschule, Event, Catering und Co.,
die offizielle Neueröffnung seit unserer Übernahme machen. Das bedeutet, wir machen Barbecue-Frühlingsfest, wir machen eine Saisoneröffnung für all diejenigen, die nicht sowieso rund ums Jahr grillen. Es werden nahezu alle Hersteller da sein, die wir hier im Programm haben. Es werden alle Grillneuheiten vorgestellt. Es wird Barbecue-Geschmacks-Highlights geben. Es gibt den ein oder anderen Snack vom Grill sogar gratis. Selbstverständlich gibt es auch das ein oder andere Angebot. Das ganze Team hier wird da sein. Ganz viele tolle Menschen, ganz viel Spaß, gute Laune. Ein Tag voll mit Programm. Es wird eine Bühne da sein, Live-Musik und Co. Kommt an diesem Tag auf jeden Fall vorbei. Das Event des Jahres solltet ihr nicht verpassen. Jetzt geht's aber wieder an den Grill und zwar zu unserer Plancha. Und da immer der kleine Tipp, sprüht die Plancha immer mit ein bisschen Fetttrennspray ein oder immer einen Schluck Olivenöl, den ihr mit dem Zeber verteilt, damit da auch wirklich nichts dran haften bleibt. Je regelmäßiger so eine Plancha allerdings benutzt wird, desto weniger kann da auch dran kleben bleiben und dann brauchen wir auch keinerlei beschichtete Pfannen oder sowas im Grill. Bei der ersten Variante schneiden wir die Wiener Würstchen einmal längs ein und lassen vorne und hinten so einen halben Zentimeter stehen, damit wir die Würstchen gleich aufklappen können. Das machen wir am besten mit unserer Grillzange, weil dann können wir die Würstchen auf der Plancha einmal angrillen. Nachdem sie von der einen Seite schön Röstaromen bekommen haben, drehen wir sie um, öffnen die mit der Grillzange auf die beliebige Größe und da rein kommt dann unser Ei. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, das Ei im Ganzen zu lassen, sodass ihr nachher schön das Eigelb anschneiden könnt und das da rausfließt. Oder ihr macht im Vorhinein schon Rührei und würzt das Rührei schon mal mit Schnittlauch, Salz und Pfeffer. Wenn ihr das Ei im Ganzen lasst, dann das Ei jetzt in das aufgehaltene Würstchen geben, Schnittlauch draufgeben, Salz und Pfeffer würzen und dann 5 bis 10 Minuten warten bis zum gewünschten Gargrad und es ist fertig. Eine zweite Variante neben diesem Schiffchen, nenne ich es jetzt mal, ist es daraus eine Sonne zu machen. Auch das für Kinder eine super Alternative. Und hierzu schneiden wir jetzt das Würstchen quer ein, allerdings nicht bis zum Boden durch, sondern wir legen uns 2 Holzstäbchen daneben, schneiden dann das Würstchen bis kurz vor Schluss ein und halbieren es einmal. Dann können wir diese 2 Hälften am Ende einmal komplett aufhalten und mit einem kleinen Holzspießchen verbinden. Jetzt haben wir eine Art Sonne und auch da rein können wir dann unser Ei füllen. Das wird so ein bisschen übertreten, ist aber nicht allzu schlimm. Oder ihr habt noch größere Wiener Würstchen als ich jetzt in dem Fall. Dann könnt ihr es auch schaffen, dass das Ei innerhalb des Würstchens bleibt. Aber so oder so geschmacklich macht es keinen Unterschied. Kommen wir nun zu Rezept Nummer 3 und das sind wirklich super knusprige, weiche, würzige Parmesankartoffeln. Bevor wir jetzt mit dieser kleinen Sünde starten, einmal kurz der Hinweis für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ein Ernährungsprogramm für Griller ins Leben gerufen, wo wir für jeden individuell ein Ernährungskonzept erstellen als Ernährungswissenschaftler. Ich bin studierter Ernährungswissenschaftler, wer es noch nicht mitbekommen hat, und meine Kollegin Madita hier bei uns im Team ebenfalls, so haben wir uns kennengelernt. Und mit diesem Know-how haben wir einen Kurs erstellt und ein Konzept, mit dem wir euch begleiten wollen, sodass ihr beim Grillen nicht verzichten müsst und trotzdem auf eure Gesundheit und auf eure Linie achten könnt. Jetzt aber zu diesen Kartoffeln, die man sehr wohl auch in einer Diät essen kann, die aber je nach Menge natürlich auch auf ihre Kalorien kommen. Wir brauchen möglichst kleine Kartoffeln, also solche Drillinge. Dazu brauchen wir natürlich Parmesan und ein Rub eurer Wahl. Hier könnt ihr irgendwas nehmen, was gut zu Kartoffeln passt. Ich habe jetzt hier einen Rosmarin-Rub genommen. Ihr könnt aber auch wieder nur Salz und Pfeffer benutzen und vielleicht ein bisschen frischen Rosmarin noch dazu. Einzige Vorbereitung, die wir machen müssen, ist, die Kartoffeln zu halbieren und den Parmesan einmal zu reiben, wenn ihr nicht von Anfang an geriebenen Parmesan kauft. Am Grill haben wir wieder die gleichen Einstellungen wie bei den vorherigen beiden Rezepten. Darauf ein bisschen Fettrennspray, darauf dann den Parmesan richtig schön verteilen über die ganze Plancha hinweg und unsere Kartoffeln dort reinsetzen. Mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Abstand, je nachdem, wie viel ihr von dieser knusprigen Parmesankruste nachher noch da dran haben wollt. Stellt euch das ähnlich vor wie mit so einem Käsebrötchen. Da finde ich nämlich auch den Käse am Rand immer am besten. Wie schon im Intro angekündigt, dieses Rezept ist natürlich nicht in 5 Minuten fertig wie die anderen beiden, sondern hier braucht ihr ungefähr 30, 35, maximal 40 Minuten, bis die Kartoffeln schön weich sind. Einfach mal mit so einem kleinen Spießchen oder mit einer Gabel in die Kartoffeln stechen und nachgucken, ob die schon fertig sind und dann runternehmen. Sollte euch der Parmesan unten zu dunkel werden, weil die Kartoffeln zu groß sind und nicht rechtzeitig fertig sind, dann dreht die Brenner unter der Plancha diesmal aus oder lasst sie von Anfang an aus, schaltet sie aber zur Hälfte der Garzeit einmal wieder dazu, damit dieser Parmesan auch wirklich richtig schön knusprig wird. Auch hier wieder der Tipp, großer Grillspachtel macht das Leben leicht. So einfach kann es sein, richtig leckere Rezepte in kürzester Zeit auf eurem Grill zu zaubern, wenn man 2, 3 Sachen an Zubehör hat. Manchmal braucht es einfach nicht mehr. Die genauen Rezepte zum Nachlesen wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, auch als PDF zum Download. Und wenn ihr das zu honorieren wisst, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo für den Kanal da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.